Guten Morgen. Heute geht es um das Thema Todesursachen. Und zwar gab es jetzt eine sehr, sehr große und laut den Worten der Medien die umfangreichste und systematischste Studie aller Zeiten, wo über 500 Wissenschaftler aus 50 verschiedenen Ländern zusammengearbeitet haben, wo es um das Thema geht, welche Dinge verursachen direkt den Tod von Menschen und welche eventuell vermeidbar sind, da diese eben nicht in Umwelteinflüssen liegen, sondern es wurde darauf fokussiert im Bereich Ernährung. Die Studie, das ist auch immer sehr interessant zu erfahren, ist finanziert von Großteil privat von Bill Gates und Melinda Gates. Wer nicht kennt, das ist der Gründer von Microsoft, der mit wachsendem Reichtum auch immer mehr Bewusstheit entwickelt hat und der als einer der größten Weltverbesserer gilt, weil er halt wirklich sehr, sehr viel Geld auch reinsteckt in, ja, in die dritte Welt, also die Unterstützung von Afrika, von Forschung, von Entwicklung, ja, wo es um die Menschheit geht. Ein Mensch, den ich persönlich aufgrund dieser Sache sehr schätze und das auch wirklich trennen kann von seiner Arbeit als Microsoft-Chef oder seiner ehemaligen Arbeit. Das nochmal vorweg, also die Studie ist durchaus als objektiv zu werten. Und ja, was kam da denn nun raus? Es wurde geschaut weltweit, wie viele Menschen sterben direkt an gewissen Sachen. Und da sind wir zum Beispiel bei illegalen Drogen. Illegale Drogen sind im weitesten Sinne auch eine Ernährung, Alkohol zählt ja auch zur Ernährung. Allerdings ist Alkohol keine illegale Droge, sondern eine legale Droge. Und wie viele Menschen sterben zusammen weltweit direkt an illegalen Drogen und was wäre vermeidbar? Und da kommt die Zahl, 200.000 Menschen sterben jährlich direkt an illegalen Drogen und deren Folgen natürlich. Ja, was also direkt zuordnenbar ist. Eine zweite Zahl, Erfrischungsgetränke, süße Erfrischungsgetränke, direkt an süßen Erfrischungsgetränken und deren Folgen, was klar zuordnenbar ist. Wie das genau klar zugeordnet war, da sollen die 500 Wissenschaftler aus 50 verschiedenen Ländern beurteilen, das ist nur im Endeffekt die Quintessenz. Die Studien habe ich alle aus einem Buch, was ich euch unten verlinkt habe und die Folge, wohin ich dann in der Argumentation gehe, ist aus einem anderen Buch, auch da sind die Studien verlinkt, das sind die beiden besten Bücher zur Ernährung, die ihr finden könnt, sind unten in meiner Infobox. Das nur mal kurz als Information. Kommen wir zu dem nächsten, also 200.000 an illegalen Drogen und an süßen Erfrischungsgetränken 299.000 Menschen jährlich, die daran sterben. Mehr als an illegalen Drogen. Und schaut euch mal das Standing von illegalen Drogen an oder das Standing von Coca-Cola zum Beispiel. Und da sind wir wieder bei den Medien. Ja, stellt euch mal vor, ein Werbespot im TV. LSD. Die Welt neu wahrnehmen. Dann sieht ihr so bunte Bilder von Regenbogen und irgendwelchen solchen Farbspiralen oder so und ja, LSD bei ihrem nächsten Händler und so weiter. Wie unreal das erscheint. Aber Coca-Cola, 100.000 mal mehr oder 100.000 Tote pro Jahr direkt mehr verantwortlich. Das wird gepriesen mit Stars, die sagen, ja, Coca-Cola, yeah, yeah, yeah und so weiter. Es soll sogar Menschen geben, die brechen ihr Fasten mit Coca-Cola und machen dabei YouTube ein Video. Also es ist unfassbar, wie die Medien uns beeinflussen und wie wir dann Dinge anders wahrnehmen. Süße Erfrischungsgetränke sind de facto für mehr Todesfälle im Jahr, ein Drittel mehr, verantwortlich als illegale Drogen. Und es geht noch weiter. Fleischprodukte. 800.000 Menschen sterben jährlich direkt an den Folgen von Fleischkonsum. Und da geht's weiter. Wie stehen Fleischprodukte da? Klar, mittlerweile wird ökologisch, ethisch so ein bisschen da zurückgerudert, aber gesundheitlich die meisten Menschen, Fleisch macht stark. Hey Sohnemann, du musst ein Steak essen, um Fleisch zu, um stark zu werden. Das ist schon extrem, wie unsere Wahrnehmung halt beeinflusst wird von der gängigen gesellschaftlichen Meinung, weg von den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, und warum ist es überhaupt mit dem Fleischkonsum so? Also da gibt es halt verschiedene Sachen, wo man direkt zuordnen kann. Wie gesagt, die Studien und woraus das ganze Wissen generiert wird, ist unten in der Infobox. Ich kann euch nur versuchen, so ein paar Ansatzpunkte zu geben, so einen einfachen roten Faden. Beim Fleischkonsum oder beim Konsum von tierischen Produkten ist natürlich der Bluthochdruck das große Ding. Und da ist es so, dass der Bluthochdruck mittlerweile oft angegeben wird, ja irgendwas zwischen
120 und 140 zu 80 zu 100 oder irgendwie sowas. Aber wirklich gesunder Blutdruck ist unter 110 zu 70. Und das ist genauso wie beim den Cholesterinwerten. Die Werte, die wir als Ideal anstreben, das sind die Werte, die die normale Gesellschaft hat. Aber unsere normale Gesellschaft, die hat grundsätzlich einen viel zu hohen Blutdruck und viel zu hohe Cholesterinwerte. Aber sie werden als normal angesehen und von daher als gesund. Aber unsere Gesellschaft ist im Schnitt nicht gesund, weil unsere Gesellschaft im Schnitt an Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Krebs oder wie Diabetes und ähnliches leidet. Und das ist nicht gesund. Wenn wir die Naturvölker schauen, die Yamanono-Indianer oder die, was auch immer, ich habe ein paar Videos dazu gemacht, die kennen solche Krankheiten nicht. Die kennen solche Krankheiten nicht und das, obwohl sie auch eine hohe Lebenserwartung haben. Und in Kenia, da war vor kurzem auch erst eine Studie, da haben die in einem Krankenhaus, relativ großen Krankenhaus, die Einlieferung, also aufgeschrieben, an was die Menschen erkrankt sind und ja, dann einfach eine Liste geführt. Und ja, da war von allen Menschen und halt untersucht, von allen Menschen, die eingeliefert wurden, das waren in dem Krankenhaus 1800 Leute, wenn ich die Studie finde, dann verlinke ich die euch, da hat kein einziger an Bluthochdruck gelitten. Egal welche Krankheit der eingeliefert wurde, egal welches Alter, da war kein einziger, der an Bluthochdruck gelitten hat. Und in Kenia wird halt ja, vor allem pflanzenbasiert, ballaststoffreich sich ernährt. Und das ist natürlich ja, eindeutig, ne, dass eben Fleischkonsum da zu diesem Problem führt. Und, aber da kennt man halt eben auch, dass Gesundheit häufig die Menschen, die beschweren sich, ja und jetzt alles so schlimm und so weiter. Aber das ist ein selbstgewähltes Übel, dieser Fleischkonsum oder Erfrischungsgetränke, illegale Drogen sowieso. Das ist selbst gewählt. Wenn man Fleisch isst, da darf man sich nicht beschweren, dass man krank wird. Und das muss auch in die Köpfe der Menschen rein. Das ist ein selbstgewähltes Übel. Und da kommt noch dazu bei Bluthochdruck, dass ja nicht nur das der Fleischkonsum das katalysiert, sondern auch der Salzkonsum. Und gerade, ihr kennt das jetzt vielleicht selber, wenn ihr Fleisch esst, das macht einfach für die meisten, ja, es ist einfach schöner, wenn es auch gewürzt ist. Die wenigsten essen rohes Fleisch. Ich persönlich war ein großer Liebhaber von rohem Fleisch, das gestehe ich auch nach wie vor ein. Mir hat das sehr gut geschmeckt. Ich habe halt jeden Abend mein rohes Gehackte, nennt sich das bei uns. Manche nennen das rohes Mett, wobei Mett glaube ich wieder gewürzt ist. Ich habe es halt ungewürzt gegessen, einfach rohes Fleisch. Und die meisten mögen das gern schön gewürzt und eben auch mit Salz. Und da kommen natürlich zwei Faktoren zusammen. Einerseits das Fleisch, andererseits das Salz, was den Bluthochdruck total boostet. Und gerade die Salzproblematik ist auch eine Problematik, die ist glaube ich schon vielen bewusst. Mittlerweile gibt es in einigen Ländern bei Backwaren, ich glaube in Frankreich, dass es da eine Obergrenze gibt, wie viel Salz man dazu setzen kann. Und das ist auch total sinnvoll, weil Salz ist eben genau wie die Fleischprodukte ja, für Bluthochdruck absolut verantwortlich. Und auch da kann man das ja, versuchen ein bisschen zu steuern. Ja, dann hat man nun in der Studie überlegt, okay, das sind jetzt die Dinge, die Leben kosten. Und was könnte denn Leben retten? Was ist denn auf der anderen Seite? Was könnte man denn tun, um Leben zu retten? Hat dann auch wieder diese riesigen Daten dann ausgewertet. Und ja, da kommen auch zu ein paar interessanten Zahlen. Teilweise für mich überraschend, das gebe ich zu. Aber ich präsentiere sie euch. Wenn man mehr Vollkornprodukte, mehr Ballaststoffe essen würde, ich habe da auch ein Video schon dazu gemacht, findet ihr oben in den Infokarten, wie viel Leben könnte das denn retten? Da kommt eine Zahl, die ist sehr, sehr hoch. 1,5 Millionen Menschen könnten gerettet werden durch mehr Vollkornprodukte. Das richtet sich auch an die Menschen, die generell sagen, boah, Getreide ist böse. Nein, Getreide ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht böse. Nach aktuellem Stand von Alternativmedizinern, die oft sehr dogmatisch und sehr, sehr eingleisig fahren, nach persönlichen Erfahrungen versuchen generalisierte Meinungen abzuleiten, sind Getreideprodukte böse. Aber nein, Getreideprodukte sind nicht böse und auch Gluten ist nicht per se böse. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, ja, auch ein sehr kontroverses Thema. Aber 1,5 Millionen Menschen könnten gerettet werden auf dieser Welt, wenn diese mehr Vollkornprodukte essen würden. Dann mehr Gemüse. Und da hatte ich ehrlich gesagt gedacht, dass das weiter oben zu finden ist, 1,8 Millionen Menschen. Also das Problem, dass zu wenig Menschen Vollkornprodukte essen, ist fast so eklatant, wie dass zu wenig Menschen mehr Gemüse essen sollten. Sehr, sehr interessant. Und dann Samen, 2,5 Millionen. Es ist in unserer heutigen Welt so, dass es tatsächlich
so ist, dass man eher auf die Samen sagen soll als auf Gemüse, laut dieser Studie. Muss ich sagen, als Mensch, der mit Fett ein großes Problem hat, ich merke das an mir individuell, dass ich nicht so viel Fette da in meinem Körper zulassen sollte und mir da nicht so gut geht, durchaus, ja, habe ich gesagt, okay, ich hätte gedacht, okay, wir müssen alle mehr Gemüse essen. Aber laut dieser Studie würde es mehr Leben retten, wenn man mehr Samen isst. 2,5 Millionen Menschen. Und dann gibt es noch Platz 1, das hat mich nicht wirklich überrascht, aber in Relation zum Gemüse schon, Obst. 4,9 Millionen. Das ist der große Punkt. Esst mehr Obst. Tatsächlich, Obst ist das, was am wenigsten gegessen wird, obwohl es doch so lecker ist, so süß. Aber das ist das, was die meisten Leben retten würde, wenn die Menschen mehr Obst essen würden. Und ich weiß, bei den Diabetikern ist ja oft, ja, der Fruchtzucker ist böse. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist auch dieser Fruchtzucker. Und das ist der totale Unsinn. Weil wenn du ein Obst vollwertig, so wie es ist, also ein Apfel, oder wenn du den pürierst, was auch immer, aber wenn du diese ganze Frucht isst, dann sind halt eben diese positiven Dinge, die da enthalten sind, die werten dieses angeblich so negative Fruchtzucker, werden die komplett auf. Die balancieren das aus. Also die positiven Effekte überwiegen. Und deswegen würde sogar bei Diabetes, wo ja explizit diese kurzkettigen Kohlenhydrate ein Problem darstellen, weil sie den Insulinspiegel anheben, wird das sogar auch mittlerweile Obst empfohlen explizit. Viel Obst zu essen bei Diabetes. Früher wurde gesagt, Vorsicht Fruchtzucker und nicht so viel Obst essen. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, das ist der Grund, warum die Menschen tendenziell zu wenig Obst essen, weil sie Angst davor haben. Vor Gemüse haben nicht so viele Angst. Da weiß man, dass es gesund ist, aber Obst haben glaube ich auch viele Angst. Sagen, nee, so viel Obst, das ist nicht gut. Und das ist halt, wie gesagt, der größte Irrtum überhaupt, dass man ja in irgendeiner Weise zu viel Obst essen könnte. Ja, das sind so die Erfahrungen aus dieser Studie, die ich da gemacht habe und ja, fand das schon interessant. Was noch vielleicht interessant auch noch zu erwähnen ist, ist, dass wir rein von unserer Anatomie, da wird immer diskutiert, sind wir Pflanzenesser oder sind wir Fleischesser? Wir sind nichts von beiden. Wir sind auch nichts dazwischen, weil es gibt keine Linie zwischen Fleisch und Pflanzenesser, die so irgendwie, wo sich dann alles so langsam verschiebt. Es gibt noch eine Art, eine grundsätzliche Anatomie eines bestimmten Essers, wo wir einfach alles erfüllen. Und das ist der Fruchtesser. Ich habe da mal einen interessanten Artikel gelesen und dann auch den Verweis zu einem Video, eine Dokumentation, vielleicht finde ich die noch, dann würde ich euch die jetzt in den Infokarten auch verlinken. Und da war es tatsächlich so, dass wir eben keine reinen Pflanzenesser in dem Sinne sind, weil wir halt zum Beispiel bei Zellulose ein Problem haben und auch da anatomisch ein paar Sachen nicht so optimal gestaltet sind. Fleischesser sind wir sowieso nicht, da spricht gar nichts dafür. Aber wir sind halt auch nicht diese typischen Pflanzenesser, sondern wir sind tatsächlich Fruchtesser. Unsere Anatomie ist ausgelegt auf Früchte. Und nicht nur auf Obst, Gemüse halt auch Früchte. Ja? Wir sind Fruchtesser. Und das passt halt wunderbar dazu, dass diese Studien das auch aufgedeckt haben, dass mehr Konsum von Früchten, hier auf Obst referiert, uns einfach den Menschen mehr Leben schenken würde. Und dass das größte Problem eben die tierischen Produkte, die Fleischprodukte sind, weil sie ja fernab von unserer Natur ist, diese zu essen. Und ja, das wollte ich euch einfach mitteilen. Die Studie, wie gesagt, sind unten verlinkt, beziehungsweise die Bücher, wo diese Studien alle enthalten sind. Das sind insgesamt, glaube ich, an die 30 Studien, die quasi ja, in diesen Kapiteln, die ich euch unten verlinke, da zu finden sind. Ihr könnt da rein schmökern, stöbern, falls ihr noch nicht davon überzeugt seid, echt mal von diesen tierischen Produkten ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann halt festzustellen, wie ich persönlich auch, dass es einfach eure Gesundheit boostet. Da ist ganz schön viel Motivation drin. Sind auch in den zwei Büchern, wirklich die beiden Bücher, wenn ihr die beiden Bücher durchgelesen habt, ihr wisst so viel, ihr seid so umfassend informiert, dass ich wirklich sage, ja, also wer danach noch wirklich Fleischkonsum in Erwägung zieht, ist sein gutes Recht, aber für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Soll es heute gewesen sein. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.